Hallo und ein herzliches Willkommen zu Anno 1404 History Edition. Wir sind jetzt beim Kapitel 3, Aufbruch ins gelobte Land. Errichten Sie einen Hafen im Namen Giforkas und bereiten Sie die Flotte der Kreuzfahrer auf die Abreise vor. Wir spielen das natürlich auch schwer. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Kardinal Lucius. Die bloße Erwähnung seines Namens ließ Menschen erschauern und Gespräche verstummen. Es hieß hinter vorgehaltener Hand, er verfolge seine Interessen mit unbarmherziger Härte. Hatte der Kaiser ihm gerade deshalb die Befehlsgewalt über den Kreuzzug erteilt? Oder hatte Lucius seine Befugnisse auf dunklen Wegen erlangt? Während alle Welt rätselte, was der Kardinal wohl im Schilde führte, trug dieser sich bereits mit dem Gedanken, einen Hafen errichten zu lassen, von dem aus das gigantische Heer schon bald ins Morgenland verschifft werden sollte, um das gelobte Land an sich zu reißen. Ich gewähre euch die Ehre, eine Hafenanlage für mein Kreuzfahrerheer zu errichten. Von dort aus soll die Flotte aufbrechen und mit Gottes Segen die ungläubigen Feinde vernichten. Aber mein Herr, nur mir habt ihr es zu verdanken, dass die Vorbereitungen bisher so vorbildlich verlaufen sind. Lasst mich, euren getreulichen Diener, weiterhin für euch sorgen. So sei es. In Gottes Namen. Ihr seid mir ab sofort persönlich für den Hafenbau verantwortlich, Forkas. Sorgt dafür, dass die Flotte bald aufbruchbereit ist. Ihr habt den Kardinal gehört. Ich habe hier das Sagen, aber keine Sorge. Es wird nicht an Handlerverdienst mangeln, die man euch anvertrauen kann. Sehr freundlich. Kapitel 3. Aufbruch ins gelobte Land. Was steht ihr hier herum? Errichtet lieber ein Kontor, damit wir die Waren für den Hafenbau dort lagern können. Der Bau beginnt. Yep. Ich habe noch einige Kisten Werkzeug auf Lager. Kommt vorbei, dann verkaufe ich euch etwas davon. Yep. Fahren wir gleich mal hin. Wir haben jetzt hier Stein. Vorkommen zwei Stück. Einmal hier und einmal hier. Und ein Eisenvorkommen. Und wir könnten hier auch noch Most und Getreide anbauen. Kann ich über so viel sagen. Wir werden das nicht brauchen. 44, das bedeutet, wenn wir zwei Fische haben, den nur einen. Das heißt auch für mich, wir brauchen... Ich hoffe, ihr findet. Oh ja. Gegen ein gutes Geschäft habe ich... Eben, wir können...
Ja, jetzt müssen wir nochmal ein bisschen schauen, dass wir auch das Geld halten, unsere Leute besser versorgen. Und dann fangen wir an, den Hafen zu errichten. Wir könnten schon mal hier das Kontor aufbauen. So. Machen wir es also so. Dann können wir auch noch ein paar Gebäude extra noch bauen. Und wir werden es brauchen. Eines Kreuzfahrerheeres würdig sein soll, benötigt unbedingt eine Hafenmeisterei. Na? Braucht ihr eine Sondereinladung? Ja, auch. Eindeutig. So eine Hafenmeisterei muss aus solidem Stein errichtet werden. Habe ich nicht letztens einige Steinvorkommen gesehen, als ich bei Bruder Hilarius im Bergkloster zur Beichte war? Hm. Es ist vollbracht. Das Kreuzfahrerschiff wurde fertiggestellt. Gott möge es beschützen und all jene segnen, die gewillt sind, für den rechten Glauben zu streiten. Mhm. Schnüffelt hier nicht herum. Ihr belastet euer einfaches Gemüt nur mit Dingen, deren Tragweite ihr ohnehin nicht versteht. Okay. Besser ihr sputet euch. Wir von Marie, die Vorbereitungen für den Kreuzzug sind weit gediehen. Doch die Schar meiner Ritter ist größer, als ich es zu träumen wagte. Ich brauche Leinenkutten. Jeder soll vor unserem Aufbruch neue Kleidung erhalten. Jupp. Yep. Haben wir schon so viele? Jupp. Yep. Fahren wir nochmal zu Lord Richard Northburg. Holen uns ein bisschen Werkzeug. Dann fahren wir zu Marie Datois. Liefern ihr die Leinenkutten ab. Was kriegen wir denn dafür, Lennart? Ah, 1531 Gold, wenn wir es ihr abgeben, und 5 Tonnen Werkzeug. Werkzeug brauchen wir eh immer. Und wir sehen hier schon die... Es sieht nicht ganz so gut aus. Bei ihrer Insel. Kommt nur und seht euch. Großartig. Jetzt fahren wir hier hoch zu Marie Datois. Wir könnten momentan nichts weiter machen. Bis auf ein, zwei weitere Häuser bauen. Wenn wir das Holz haben. Und was ich hier auch noch aufbauen will, ist eine kleine Holzproduktion, weil Holz bringt nicht viel Geld, aber ein bisschen was bringt es halt immer. Das weg. Das auch wegreißen. Ihr bringt mir endlich die Leinenkutten. Diese Kleidung ist hervorragend.
meinen Dank. Die Ritter werden sie in Ehren halten. Ein Problem. Gütiger Gott, so viele Ritter wollen mit ins gelobte Land. Es müssen weitere Schiffe gebaut werden. Ich bitte euch, geht mir bei dieser wichtigen Aufgabe zur Hand. Die einen Holzfelder, zwei, ein bisschen wenig. Und unser Geld steigt. Das ist auch sehr wichtig. So, wir können hier Stein abbauen. Aber zuerst möchte ich hier doch ein bisschen Holz auch haben. Weil wir nicht allzu viel davon mitnehmen können. Hervorragend! Denkt ihr, ihr könntet mir die Überschüsse aus der Steinproduktion für meinen Dom verkaufen? Natürlich erst, wenn der Hafen vollendet ist. Freilich. In Anno 1602 als auch 1503. Mit jeder Minute, die sich der Hafenbau verzögert, wird vor Kass Laune schlechter. Gebt lieber ein Schiff in Auftrag. So könnt ihr Waren schneller von einem Ort zum anderen schaffen. Ihr produziert Seile für den Schiffsbau und Holz. Nur die Werft fehlt noch. Hier an der Küste eurer Insel ist noch genügend Platz dafür. Aber es fehlt halt gerade an allem. Wir fahren zu Lord Richard Northburg. Und spulen auch ein bisschen vor kurz, weil ich möchte die Mission von Marie d'Artois fertig kriegen. Ja. Ja, Seile haben wir auch genügend. Mach mal hier noch. Wollen wir weiter sparen fürs Holz. Hier noch das hin. Hier haben wir 15 Tonnen. Ja, brauchen wir schon noch ein bisschen. Tonnen brauchen wir ja an Holz. Oh, Moss sollten wir uns dringend drum kümmern. Die haben Durst wie sonst noch was. So, wie baue ich das jetzt am dümmsten? Kommt zum Erliegen. Ich bin ein Held. Ich habe gedacht, es wäre Most und dabei ist das Hanf. Ich sehe schon die Kommentare in dem Punkt. Und das zu Recht. Mal vor, bis wir hier sind. Dann sollten wir auch das Holz haben. Komm schon, noch eine Uhre bitte. Dankeschön. Haben wir das fertig. Wir werden auch hier das aufwerten. Werdet ihr euch Gottes Willen fügen? Gott segne euch. Nun kann ich weitere Schiffe bauen lassen. Ich will euch dafür angemessen danken.
Hammer des Schiffzimmermanns. Hm, dankeschön. Das Upgraden bringt Hammer mehr Platz. Plus, wir könnten... und es sind jetzt so zwei Markern, die hin und her fahren. Verringert die Baukosten von Schiffen in einer Siedlung. Das werden wir natürlich hier unsere Schiffe bauen. Vor allem, wenn dann die Baukosten noch gesenkt sind. Dann holen wir uns hier oben noch den Rest. Geld haben wir ja noch gut. Nehmen auf jeden Fall ein bisschen. Brauchen auch. Einiges an Stein. Produktion kommt zum Erliegen. Und die vor Kass hat hier schon einiges aufgestellt. Dann düsen wir mit unserem Schiff schnell hier runter. Lassen wir die auch ein bisschen mehr zahlen. Hafen. Jetzt können wir die Hafenmeisterei bauen. Das ist wie ein zweiter Kontor sozusagen. Besser, ich besichtige das Gebäude und vergewissere mich persönlich, dass alles seine Ordnung hat. Sehr skeptisch, der gute Mann. Während ihr Ewigkeiten für den Bau dieser Hafenmeisterei benötigt habt, habe ich mich um einige Vorräte gekümmert. Aber dieses Kontor ist viel zu klein. Es muss ausgebaut werden. Und zwar sofort. Es ist vollbracht. Das Kreuzfahrerschiff wurde fertiggestellt. Gott möge es beschützen und all jene segnen, die gewillt sind, für den rechten Glauben zu streiten. Was ist denn nun mit dem Ausbau des Kontors? Muss ich denn alles zweimal sagen? Für mich bitte dreimal. Was? Das soll der Ausbau gewesen sein? Die Lagerräume sind ja kaum größer als zuvor. Das ist völlig inakzeptabel. Wir brauchen Lagerhäuser, um die Waren aufzunehmen. Ihr seht doch, wie groß das Kreuzfahrerheer ist und wie viele Vorräte dafür benötigt werden. Na los! Okay, aber ich habe nicht genügend Ressourcen dafür. Für die kleine Schiffswerft brauchen wir 100%ig Stein. Yep. Dann düsen wir hier hoch. Besser, ihr sputet euch. Die Stimmen verkünden es. Bald schon werden wir das... Ich soll die Vorhut des Kreuzfahrerheers anführen. Wir haben von... Ja, das machen wir ja jetzt, dass wir in eine Werft hinstellen. Auch ich bin vor Kass zu riesigen Warenlieferungen verpflichtet. Warum schlagt ihr den Stein nicht selbst? Eure Insel im Nordwesten eignet sich hervorragend dafür. Yep. Was macht der Schiffsbau? Geht es voran? Ist euch diese seltsame Geheimniskrämerei von Guy vor Kass aufgefallen? Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass bei diesem Kreuzzug irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Da hast du ein richtiges Gefühl, glaube ich. Ich kenne ja die Kampagne sozusagen. Ich möchte jetzt halt nicht zu viel spoilern und so. Dann holen wir uns noch ein bisschen was an Stein.
was ich auf jeden Fall auch machen will. Nach und nach hier eine Produktion für Werkzeug aufstellen. Und dann können wir jetzt halt schon mal anfangen, dann Schiffe zu produzieren. Weil so eins bis zwei bräuchte man schon vielleicht. Eins, das zumindest dann Werkzeuge und Stein zu unserer Hauptinsel bringt. Außerdem, wir haben ja verringerte Kosten für den Schiffsbau. Das ist halt auch schon mal sehr gut. Außerdem, ich möchte hier oben eine Hafenmeisterei haben, damit unser kleines Handelsschiff, wenn es hier hin und her fährt, muss es nicht hier um die ganze Insel fahren, sondern kann hier direkt anlegen. Geht es gleich hin. So, jetzt haben wir das. Dann können wir das mal aufwerten. Hervorragend. Dann kann das erste Schiff ja bald vom Stapel laufen. Ist das Item drinnen? Yep. Verringerte Materialkosten minus 50%. Ist halt schon cool. Dass wir doch so starke reduzierte Kosten für das Material haben. Warum müssen wir nochmal zu Lord Richard Northburg? Ich brauche Werkzeuge. Nochmal. Ein herrliches Schiff. Na dann, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Mit Verlaub, ich empfehle eine Handelsroute für den Stadt.